Ja, das ist ganz oft so im Leben. Man erkennt den Wert einer Sache erst, wenn sie fehlt, weg ist oder in Frage steht. Und in einer Krisenzeit wie der jetzigen wird eben deutlich, was fehlt, wenn die Bäder geschlossen haben. Weshalb wir auch diesen Award ja immer wieder ausloben, um das deutlich zu machen. Was es uns wert ist, diese Badekultur aufrechtzuerhalten, auch unter widrigsten Bedingungen. Die größte Herausforderung war, schnell genug auf die sich ändernden Verordnungen zu reagieren, um über die gesamte Zeit die Möglichkeiten, die sich geboten haben, dann auch ein Schwimmen in den Bädern, in dem Bad hier anzubieten. Mich macht zuversichtlich, dass man doch gelernt hat, einander deutlich mehr zu vertrauen und gar nicht so dieses Verhältnis da ist. Der will ja nur irgendwas von mir, sondern ich will ja auch immer was von ihm. Im Ergebnis würde ich sagen, nachdem man das hinter sich gebracht hat, ist die Zuversicht für die kommende Krise, für die kommenden Krisen deutlich gewachsen, weil man einfach weiß, man kann sich aufeinander vertrauen und die gegenseitige Rücksichtnahme ist einfach hoch genug. Man kann aber auch feststellen, dass die Mitarbeitenden zum Teil sehr viel Energie daraus gezogen haben, was plötzlich alles möglich war. In welcher Kürze man Sachen auch verändern konnte. Das sind ja völlig neue Erfahrungen. Das ging ja vorher eigentlich nicht. Eine Veränderung ist ja in einem solchen Bereich, wo man so viele unterschiedliche Nutzergruppen hat, etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern was sich über Jahre entwickeln muss. Und plötzlich war es dann doch möglich, Veränderungen durchzuführen. Und die waren zum Teil ja gar nicht mal schlecht. Und das hat dann natürlich auch positive Rückkopplung gegeben. Aber je länger ich dabei bin, umso mehr entdecke ich auch für mich ganz persönlich, wie komplex das ist und was da Backstage auch abläuft und wie viel Leidenschaft dahinter ist und wie viel Kultur damit zusammenhängt und welche Rolle so ein Bad in der Stadt spielen kann, in der Gemeinde spielen kann, ob nun Bürgerbad oder von der Stadt im engeren Sinne organisiert, dass das eine ziemlich große Veranstaltung ist, die man nicht reduzieren kann auf Wassertemperatur und Eintrittspreise. Das hat mich immer mehr auch zum Fan gemacht. Die größte Herausforderung war ja, von heute auf morgen das Bad quasi auf Null zu fahren, im Standby-Betrieb zu halten und dafür zu sorgen, dass es keine Verkeimungen oder sonstige gefährlichen Sachen geben kann für eine eventuelle Wiedereröffnung. Ich denke mal, wir haben alle mit der Corona-Krise ja auch ein bisschen dazugelernt. Da war das dann auch vom Gesundheitsamt so vorgegeben, dass wir ein Gesundheitskonzept erstellen sollen. Das war auch relativ kurzfristig. Da weiß ich noch, da haben wir uns abends hier getroffen und haben ein Konzept erstellt. Aber ich habe gesagt, wir müssen da außen eine einfache Regel finden. Und da habe ich irgendwann die Poolnudel gesehen und habe gesagt, hier, das ist es doch, 1,50. Das ist doch der Abstand. Eine Poolnudel Abstand zu Lande, zu Wasser und in der Luft, dann klappt es auch. Und das war, glaube ich, auch dann den Jungen wie den Alten begreiflich zu machen. Unsere Kleine war dabei bei so einem Piratenkurs. Und sie kam nach der ersten Stunde nach Hause und sagte, Papa, das war toll. Ich musste die ganze Zeit nicht an Corona denken. Und das war für mich so der erste Beleg dafür, dass Konzept trägt. Wir haben ja da extrem viel kommuniziert auch und jeder hat seine Gedanken einbringen können. Das hat das Team, finde ich, noch ein bisschen enger zusammengebracht. Von daher war das eine positive Sache. Die Leute brauchen das Wasser, die brauchen die Bewegung. Ja, und dann für die Älteren unter anderem auch der Kontakt zu anderen Personen. Die Besucher, den Betrieb und das Bad für die Zukunft sicherstellen. Das ist, glaube ich, für jedes Schwimmbad irgendwo die Herausforderung. Und deswegen aus unserer Geschichte in Corona, in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ist eigentlich, denke ich, was alle irgendwo nachmachen können, nachempfinden können. Dass sie sagen, okay, wir sind nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft unter den Schwimmbädern in Deutschland, wir sind auch Schwarmintelligenz. Jeder hat irgendwo was erfunden, wo man sagen kann, jawohl, das war in der Krise gut, das ist auch für den Alltag gut. Aber der Wert, der Public Value einer Badeeinrichtung ist so immens groß, das dürfen wir uns auch was kosten lassen. Das muss es uns wert sein, für die Kinder, für die Rentner, für die Schwangeren, für alle, die im Bad ihre nicht nur Bahn ziehen, sondern ihre Erfahrungen machen im Austausch zwischen den Generationen, im Austausch zwischen unterschiedlichen Formen der Freizeitbeschäftigung, vom Sportbad bis zum Freizeitbad. Das muss uns was wert sein in Deutschland.